Wusstest du, dass man klimaneutral essen kann? Eigentlich ist der Mensch ein Allesfresser. Das heißt, wir können Obst und rohes Gemüse ebenso verdauen wie ein Stück Fisch oder Fleisch. Anders als Pferde. Die werden als Vegetarier geboren, weil sie kein Fleisch verdauen können. Und auch immer mehr Menschen entscheiden sich, ganz oder teilweise auf Fleisch und andere tierische Lebensmittel zu verzichten. Dabei unterscheidet man verschiedene Ernährungsstile, die auch alle unterschiedliche Namen haben. Manche Menschen essen nur ab und zu Fleisch. Sie gestalten ihre Ernährung also flexibel. Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie biegsam, dehnbar oder anpassungsfähig. Und so nennt man diese Menschen auch Flexitarier. Dann gibt es Menschen, die kein Fleisch oder Fisch essen, aber weiterhin noch Lebensmittel, die von lebenden Tieren stammen. Das sind die Vegetarier. Vegetarier ernähren sich von Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Getreide und tierischen Lebensmitteln wie Eier, Milch und daraus hergestellte Produkte. Das sind zum Beispiel Käse und Joghurt. Die Menschen, die gar keine Lebensmittel von Tieren essen, nennt man Veganer. Sie essen ausschließlich pflanzliche Lebensmittel, also zum Beispiel auch keinen Honig, der von Bienen stammt. Manche nutzen keine Kosmetik, die tierische Inhaltsstoffe enthält, oder tragen keine Schuhe und Gürtel aus Leder oder Pullover aus Schafswolle. Aber warum essen Vegetarier und Veganer kein Fleisch? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Bei manchen Menschen ist das Geschmackssache. Ihnen schmecken Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Getreideprodukte einfach besser. Manche wollen damit ihrem Körper etwas Gutes tun. Viele Menschen wollen nicht unterstützen, wie manche Tiere gehalten oder behandelt werden oder dass sie für uns sterben müssen und essen daher kein Fleisch. Immer mehr Menschen denken an den Klimawandel und wollen die Umwelt schützen. Sie essen kein Fleisch, weil die vielen Nutztiere, die der Mensch hält, den Klimawandel weiter anheizen. Fleisch und tierische Produkte wie Milch oder Käse sind in der Herstellung und Produktion energieaufwendiger als heimisches Obst und Gemüse. Die Produktion tierischer Lebensmittel verursacht deutlich mehr Treibhausgase, die das Klima belasten. Weniger oder gar kein Fleisch ist somit nicht nur gut für die Tiere, sondern auch für unser Klima. Nun enthalten Fisch und Fleisch auch viele gute Inhaltsstoffe, wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, Jod, hochwertiges Eiweiß und B-Vitamine. Ist es daher überhaupt gut, sie einfach wegzulassen? Denn je mehr Lebensmittel man weglässt, desto eher kann es sein, dass dem Körper bestimmte Inhaltsstoffe fehlen. Wer sich vegetarisch ernähren möchte, muss sich also sehr gut informieren und auskennen, wie man diese Inhaltsstoffe auch ohne Fleisch und Fisch zu sich nehmen kann, damit man keine Mangelerscheinungen bekommt. Am besten fährt man, wenn man abwechslungsreich und bunt ist, ob Vegetarier oder Nicht-Vegetarier. Und, hat dir das Video gefallen? Dann lass doch gerne einen Like da und abonniere unseren Channel. Und hier kommst du zu unseren anderen Videos.